Jo, und somit wieder herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge ARK. Also, zuallererst nochmal Dankeschön für die ganzen Kommentare. Der Kommentar hat mir natürlich sehr, sehr gut gefallen. Deswegen, klar, kann die Serie nicht immer weitergehen. Oder der Kanal, weil irgendwann bin ich ja auch nicht mehr da auf der Bildfläche sozusagen. Aber ich mache es so lange, wie es mir Spaß macht und so lange, wie ich es halt machen möchte, ne? So, aber es wird noch jahrelang so gehen, falls ihr mich noch sehen möchtet, so, deswegen halt, ja. Zuallererst, bevor es losgeht, es sind Sachen im Stream passiert, die will ich ganz kurz einblenden. Das hier, Chat, was ist das hier? Ist das ein Basilisk oder ist das ein Drache? Ist ein Drache, ne? Ja, pass auf, dann gehen wir ganz kurz, 270 Level, ey, easy peasy. Hä? Warte, es ist wirklich ein Drache. Da! Was war da? Zack, nächstes Grab. Was war da? Hä, da war doch gar nichts. Dieser Dodo war das? Ihr wart mit Schuld. Ihr habt mich doch abgelenkt. Ihr habt doch gesagt, ich soll den Drachen zähmen. Ich war das doch gar nicht. Clara, glaubst du mir? Danke. Es ist gar kein Dodo, es ist ein Huhn. Wir haben einen Huhn. Es ist verdammt nochmal ein Huhn. Es hat 6,2 Millionen. Ja, komm doch. Wieso greift er mich jetzt nicht an? Aber Phoenix hat da instant zerfleischt. Der sieht aus wie der Endboss. Wie cool sieht der denn aus? Meine Armee. Oh, das sind sogar die Neuen. Tötet diesen Huhn. Tötet ihn. Hast du gesehen? So, let's go. Ich hoffe, hier ist kein Boss. Zu langsam. Viel zu langsam. Oh Gott, der steht gleich auf. Oh Gott, es ist gut, es ist richtig gut. Phönixe. Okay, alles gut. Seishin, komm rein hier. Hey, Phoenix Pro. Vielen lieben herzlichen Dank, Mann. Danke, ja. Heißt der Phoenix down? Der Phoenix ist down. Ich sagte doch, die Pfeile knallen jetzt später immer rein. Rossfield wurde wiedergeboren. Und ich glaube sogar stärker als je zuvor. Nein, Copyright. Holdener Dodorex, Level 120. Chat, was haben wir? Haben wir Mädchen oder Junge? Es ist weiblich. Okay, pass auf. Wir können es machen. Treffer. Rein damit. Wir gehen ganz kurz nach Haus. Wir testen es noch nicht. Das teste ich dann erst in Videos. Ja, lief auf jeden Fall optimal. Also, wir sind ja hier stehen geblieben und hier mit dem Grabstein. Das machen wir gleich. Ja, Haku ist auch nicht da. Ihr habt natürlich geschrieben, wer gestorben ist. Ich blende jetzt einen Kommentar halt ein. Also gleich, wenn wir da machen sind. Deswegen gehen wir ganz kurz hier hin. Denn wir haben Trashman und Trash. So. Was kann man mit den Eiern machen? Wait! Was kann man mit den Eiern machen? Ich weiß schon was. Und, warte mal, du hast ein paar Dings bekommen. Ich würde sagen, da ein bisschen Melee und dann wieder ein bisschen da. Sie bekommt einen Namen. Und zwar, Kommentar ist eingeblendet, sie wird Molly heißen. Für den Dude haben wir bis jetzt Trashman. Keine Ahnung, wie das. Ich weiß nicht, gibt es einen Namen, der zu Molly irgendwie passt? So, deswegen halt, I don't know. Dann gehen wir ganz kurz mal runter. Und, stimmt, letzte Folge hatten wir ja den ja. Stimmt. Okay, aber zuallererst. Rest in peace, meine Freunde. Immer noch. Ja, mit dem My Wing. So, Kommentar ist eingeblendet. Ja, Perry. Wie konnte ich den Namen vergessen? Griffin war der Leopold. Ganz vergessen. Tut mir leid, Mann. Tut mir leid. Phoenix. Auch komplett vergessen. Immer noch vergessen. Heißt Light, hieß sie. Hieß sie wirklich Light? Ich habe keine Ahnung. Ich hab dich jetzt schon vergessen. Es tut mir leid. Ja. Dodorex hieß Cinderella. Gab's noch jemanden? Ach ja, und hier kommt erstmal Haku hin, ja? Haku. Wir werden dich vermissen, aber wir werden dich wieder besorgen, ja? So, nichts gegen die anderen. Ich mag euch auch. Okay. Ich glaube, das war's, oder? Also, das waren alle Dinos, die gestorben sind, die einen Namen hatten. Richtig?
Der Phönix ist nicht gestorben. Der ist wieder auferstanden. Ihr habt's gesehen. Er ist da oben. Oh, wie das ausschaut mit den Dodorex. Ich muss das auf jeden Fall weiterbauen, ey. Ich muss das viel, viel weiterbauen. Aber ich weiß nicht, bis wohin ich das machen soll. Und ich habe etwas entdeckt. Ich muss euch das zeigen. Und dieses Kampfhuhn-Ding, ne, was ihr gesehen habt. Alter Schwede, das werde ich mir noch besorgen. Glaubt mir. So, zuallererst Molly. Option. Du musst auf jeden Fall Paarung aktivieren. Paarung aktivieren. Das machen wir genau natürlich auch bei dem hier. Und es funktioniert. Ei kommt raus, Ei kommt raus. Und das hat sich wie ein Abschluss angehört. Also, ich würde sagen, sie sind fertig. Gut. Dann, ja, verdirbt natürlich. Brutdauer dauert ein bisschen, weil es ja nicht brüten kann. Ja, und mal gucken. Bereit zur Paarung in 40 Minuten. Ja, ich würde sagen, so sehr müsst ihr euch jetzt erstmal nicht anstrengen, denn ich habe jetzt erstmal ein Ei und das sollte erstmal genügen. Ich glaube, den holen wir auch ganz kurz mal raus hier. Brüten, 3 Minuten noch was. Okay, pass auf. Das bedeutet, Winge ganz kurz runter und dann checken wir ganz kurz mal die Lage. Mal sehen, 22 haben wir jetzt gerade und dann sollte das eigentlich schon passen von der Zeit halt her. Denn wir sind ja hier unten noch im Gange und darum wollte ich mich erstmal kümmern. Und das machen wir, wie gesagt, halt. Geht ja ganz schnell. Na guck mal, die Hälfte hat es schon fast erreicht. Okay, bevor wir das jetzt machen, wir müssen jetzt etwas tun. Es gibt, was? 5000? Ja, guck mal, das sieht doch schon besser aus. Find her to make mod items. Find her? Aber ich habe sie doch gefunden. Ich stelle sie gerade her. Wait. Warte, warte, warte. Wir müssen dich ganz kurz an... Ist schon eine ganz andere Grafik. Oh, hallo? Wie weit? Okay. Ja, hallo Moonlight. Ich hoffe, dir geht's gut. Wir können... Was? Oh mein Gott. Warte, warte, warte. Wir können uns jemanden herstellen? Skinke? Warte mal. Skinke, das ist Sattel. Kann das eventuell sein? Was zur Hölle? Ice Crystal Dragon? Es ist wirklich ein Sattel. Ich habe gedacht, das wäre was anderes gewesen. Ich dachte, ich kann die herstellen. Aber einen Succubus? Wir können die reiten. Okay. Hört sich weird an, aber... okay. Aber jetzt heißt es erstmal warten. 6% noch. Das geht ja schnell. Cashewkerne. Pikant. Muah. Richtig geil, die Dinger. Dodorex, komm raus. Hallo. Level 301? Auch ein Weibchen? Ach, das ist aber schön. Warte, du brauchst ein bisschen Fleisch. Warte, warte, warte. Passt du kurz auf ihn auf, danke. Gold möchte sein Lieblingsessen Major Berries haben. Bist du krank oder so? Ich glaube, der hat seinen Geschmack verloren. Kann das eventuell sein? 100% Prägung. Ich glaube, wir müssen nicht mehr da rangehen. Sehr schön. Okay, Dodorexe, du bist unser allererstes Kind, ja, was Mod-Dinos betrifft, okay? Also, Mod-Dino-Babys funktionieren. Deswegen übelst geil gemacht. Da kannst du ausgehen, danke. Kommst du mal mit hier, eventuell? Raus mit dir! Guck mal, euer Kind ist wohl auf. Warte, willst du irgendwie was? Will mit mir spazieren gehen? Ja, aber lass mich mal ganz kurz. Guck mal! Schön. Schön, 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 schön. Kannst du mal bitte gehen? Danke! Ist das schön, die Kinder hören noch immer. Süß. Lieblingsessen. Ja, du bist schon auf 100%. Okay, dann wartest du hier. Und ich mache mich weiter an die Arbeit, okay? So, dann baue ich hier ganz kurz mal weiter und nehme den einen oder anderen Dino mit nach unten. Weil, wir müssen Platz schaffen da oben. Alter, ich habe das Bauen übelst drauf. Aber irgendjemand? Pass auf, pass auf. Hört mal, hört mal, hört mal. Das höre ich durchgehend, Alter. Das nervt ein bisschen. Ich weiß zwar nicht, ob da am Futtern ist oder so weiter, aber ich glaube, das ist Ginke. Ich bin mir da aber nicht hundertprozentig sicher. Du bleibst auf jeden Fall fern. Also jetzt, wirklich jetzt. Also mal gucken. Wir konnten ja noch vorhin noch nicht ausprobieren, gell? Alter, was? Warte mal, wir gehen mal ganz kurz runter hier. Wir müssen ihn ja ganz kurz anschauen, gell? So, wir brauchen ja... Ich denke mal, der kriegt Pfeilschaden zu 100%. Deswegen will ich ihm da nichts antun. So, mal sehen. Schön! Noch mehr? Das Feuer sieht richtig geil aus. Mach mal A.
Mach mal A. Eigentlich könnte ich ihn schaffen, oder? Mein Stummy! Skinke! Los, 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 los! Rache! Okay, ich glaube, ich lasse das mal lieber. Oh my God. Der kann, also er kann... Lass los! Sag mal! Friss! Verbrenne! Das war's mit Skinke, oder? Skinke? Ich hab für dich eigentlich gar keine Zeit. Terrobert? Lass es. Lass es doch. Ich wollte das nicht. Wir müssen aber instant ihn wieder nach oben bringen. Ach du Heilige. Das ist gar nicht so cool. Der ist schwach geworden. Der hatte doch letzte Folge ein bisschen mehr abgegeben, oder? Komisch. Aber Skinke wäre zum Beispiel ein Kandidat. Den könnte ich da jetzt hinstellen. Aber da die ganze Zeit so rumknurrt, schenken wir ihn hier ein bisschen abseits, ja? Weil er nervt. Käsekuchen. Ich will mal gucken, wie stark du bist im Gegensatz zu einem Alpha-T-Rex, okay? So, als erstes brauchen wir ganz kurz Futter. Futter, Futter. Dankeschön. So, da drüben ist er. Oh. Hä, bist du der alte T-Rex? Bemerke ich jetzt erst, das ist der alte... Nee, warte mal. Doch, das ist der alte Rex. Das habe ich gar nicht bemerkt. Und das ist der neue. Entweder ich oder er. Der Reaper-Boss. Wir brauchen mehr Rexe als Dodo-Rexe. Der Rex ist ultimativ strong. Ein Weibchen haben wir hier. Wir brauchen Männchen. Er könnte es schaffen. Käsekuchen könnte unser Retter sein. So, wir müssen aber ganz kurz aufpassen, ja? Ihr kennt das Sumpfgebiet und das Sumpfgebiet ist sehr gefährlich. Es tut mir leid! Warte, 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 alles gut, alles gut. Warum ist genau dieser... Ach. Jetzt habe ich meine Sachen nicht mitgenommen. Na egal, sie liegen ja da unten. Ich werde ihn jetzt ganz kurz töten. Oh ja, ich werde ihn töten. Pech gehabt. Schön da unten, war? Friss, Junge. Verdient. So schnell geht das. Ich baue mal ganz kurz das Dach da fertig, ja? Ist in Ordnung. Naja, wenigstens haben wir jetzt noch einen Dodo-Rex. Ach, Mann. Aber willkommen in Ark. Herzlich willkommen. Na, guck mal, das sieht doch eigentlich ziemlich nice aus, oder? Das kann sich doch sehen lassen. Ich weiß wirklich nicht, ob ich das bis hinten durchbaue, aber eigentlich könnte es ziemlich cool sein. Aber die meisten Dinos von uns werden riesig sein. Deswegen, glaube ich, mache ich ab hier vorne einen Cut. Weil sonst macht das halt keinen Sinn. Aber dafür können wir halt den einen oder anderen Dino hier unten hinstellen. Athena könnte auch eigentlich hier runter. Ach ja, stimmt. Den Rock Drake haben wir ja auch noch. Sieht verdammt cool aus. Gibt es noch andere davon. Und wir haben natürlich ein Golem. Hatten wir ja auch, wie gesagt, im Livestream gezähmt. Und der hat ja einen wunderschönen Namen bekommen, weil das Viech wurde als wunderschön betitelt. So, deswegen halt, ne? Ihr wisst ganz genau Bescheid. Und dann haben wir ja den ja noch hier. Den Achlas. Very beautiful. Warte mal, du kannst auch eigentlich da rein. Aber ich glaube, du bist ein... Ja, du bist ein Ticken zu groß. Ja. Dinos stehen hier draußen. Eule. Eule. Aber ich muss in den noch was reinsetzen, weil ich brauche diese Tracker unbedingt halt so. Okay, Hedwig. Wir müssen jetzt ganz kurz wohin. Ich hoffe, wir bekommen den. Also, es gibt hier einen goldenen Velonasaure und der macht noch mehr Topo als den wir da... 290? Wir testen es einfach. Hey, 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 hey. Hey! Wir müssen aufpassen, ja? Das Doofe ist, dass er hinterherläuft. Ich teste es, ja? Sicher, dass wir den noch benötigen?
What the hell, sind wir strong, ey. Ihr müsst ganz kurz mal hier verschwinden, ja? Danke. So, du auch kurz mal weg hier. Komm, kusch dich. 81.000. Huch. So. Boah, ist Fischer schon Schluck auf. So. Also, Villain der Saure. Ich komm gleich wieder. Ich habe das Goldene vergessen. Ich komm gleich, okay? Ja, das war ein kleines Missgeschick, gell? Hi! 2,4000 nur noch. Der wird tot! Hi! Ist die Sicht anders? Die Sicht ist doch viel weiter raus, oder nicht? Vielleicht hat er irgendwas Spezielles. So, pass auf, wir haben hier... Ja, wir brauchen erstmal ein bisschen Essen. Vielen lieben herzlichen Dank. Ja, ich glaube, irgendwas stimmt mit dem nicht. Okay, er macht dieselben Attacken. Ich glaube, der macht genau dasselbe. Ja, ich glaube, der ist... Der könnte krass sein. Wir müssen was testen. Okay, let's go. Was ist das für ein Sound? Wally, herkomm! Okay, es funktioniert nicht. Wally haut ab nach in der Höhe. Feige kleine Sau. Warte mal. Was ist das? Okay, wir hauen ab, wir hauen ab, wir hauen ab. 10 Sekunden noch. Hä? Hallo? Hä? Hä? Okay, okay, okay. Ist gut, ist gut. Wo bin ich denn? Oh, hi. Da sind wir wieder. Huch, was ist denn da passiert? Ich habe keine Ahnung. Ja, bisschen knapp mit Wally, ne? Hab ihn. Wally! Meine Fresse, Alter. Okay, bringt nichts. Ein Versuch war's wert. Wie schafft man das, ey? Sorry. Das sind, glaube ich, richtig heftige Viecher. Tut mir leid, tut mir leid, tut mir leid, tut mir leid. Drink 'em by you? Stop it. So, Kollege, du musst leider in mein Tash rein, ja? Hallo, Prinzessin? Voll die coole Grafik, what the hell? So, und du brauchst einen Dragon by you. Ja, ich habe keine Ahnung, wo ich das herkriege. Keine Ahnung. Vielleicht muss man eine töten. Dass das arg ist, hätte ich niemals also so gedacht, so dass das halt so gut aussehen könnte. Heftig. Auch wenn man näher rangeht. Ey, es sieht wirklich nice aus. Cool. Ich glaube, die scheint echt stark zu sein. Aber woher kriegt man das? Okay, pass auf, wir töten mal ganz kurz Harry, ja? Er muss kurz sterben. So, und? Holy moly, das ging ja ratzfatz hier. Okay, seine Leiche liegt vor mir. So, Harry. Oh, Harry? Oh, Harry war eine Frau? Okay, ich hätte gedacht, Harry, dass jetzt irgendjemand ein Typ oder so jetzt halt wäre, so. Hä, aber woher kriege ich jetzt Drang by you? Ah, hallo. Hey. Get down, get down, da da da. Ha? Ich will den haben. Bitte, ist ruhig. Ja, komm mal, hier ist ein Dragon. Ich töte dich jetzt, ja? Ich muss ihn töten, ey. Vielleicht verliert er ja die Strength by you. Come on, ey, es gibt 17.000 durchgehend ab. Holy moly. Okay, jetzt die Frage. Wo ist dein Körper Anfang, Ende? Ist es das hier? Ja, okay. Nee. Ha? Dann muss es irgendwas geben, damit wir es herstellen können. Hallo, warte, 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 warte. Ich bin gerade am gucken, aber ich habe wirklich nichts gefunden, Alter. Aber...
Irgendwie muss es das doch geben. So, seinen Sattel kann ich auch herstellen. Das ist halt ganz einfach. So, Golden Dragon. So, damit kann ich den halt, glaube ich, reiten. Das musste der jetzt sein, wa? So, okay, er heißt einfach nur... Ich kann ihn einfach so reiten. Okay, hat etwas so... Sagen wir, als ob er aus einer Anime-Welt kommt oder halt eher aus so WoW oder so, wa? Irgendwie hat er ja was, aber... Ja. What? Nochmal bitte? Heftig. Hä? Nochmal? Aber er macht keine Geräusche. Okay, die Attacken... Ey, die Attacken sind schon wild, was... die drauf haben irgendwie. Gut, dass er mich nicht angegriffen hat, aber ich glaube, da hätte er eh nichts machen können. Aber ansonsten ziemlich fett irgendwie. Das wäre wie ein anderes Spiel. Irgendwie ist es hier komplett ruhig. Jetzt nicht mehr. Hi, Rexy. Ah, der macht so... Okay, okay. Aber ist halt genauso schwach wie Sinke, wa? Nö, er ist stärker. Würde ich sogar behaupten. Ja, Mann. Ich mag irgendwie seine Attacken, aber Problem ist halt... Mit denen können wir nicht viel anfangen. Tut mir leid. Tut mir leid. Ah, die Frage ist, woher kriegen wir die Strength by you? Woher kriegen wir das? Ja, so schaut er aus. Ah, doof ist, mit Wally klappt das halt nicht. Ich erkenne, habe immer noch keine Taktik, wie ich es machen könnte. Ich weiß es halt ehrlich gesagt nicht. Ah, aber wo kriegen wir dieses Dragon-Dings daher? Ich muss mich mal reinlesen. Vielleicht finde ich das halt irgendwo. Ja, da müssen wir halt echt gucken, was wir dann halt für die nächste Folge machen. Aber vielleicht kann sein, dass wir mal aus der anderen Mod eine Boss bezwingen. Und mit der Gold Spindless werden wir noch einiges machen. Ne? Und dann den Huhn. Den muss ich mir noch schnappen. Aber ich würde zuerst sagen, das war's wieder von der weiteren Folge ARK. Ich hoffe natürlich, wie immer, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir auf jeden Fall ein Kommi, Like oder ein Abo da. Also, bis zum nächsten Mal.